Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Wir haben im letzten Video, wie ihr seht, an den weißen Controller diesen Gripschutz angebaut. Der wird rangeklebt, den kann man auch ganz einfach wieder lösen, ja, und haben dadurch besseren Grip. So, wir haben aber noch zwei andere, die nicht festgeklebt werden. Hab dafür die schwarzen Controller und wir fangen am besten mit dem rein schwarzen jetzt an. Ja, gucken wir mal, was wir da alles haben. Auch hier habe ich noch Müll. Das kann auch noch weg. Ach, Aufsätze für die Analogsticks sind auch mit bei. So, und hier haben wir praktisch, habe ich damals mal schon mal für einen PS4 Controller vorgestellt gehabt. Ist so eine Art Gummicase, wie ihr seht. Ja, da stecken wir den Controller rein. Hier ist auch die PlayStation-Taste ausgeschnitten. Und hier, die ist halt gummiert, also ist komplett Gummi. Und dann haben wir halt hier die Noppen, ja, die dafür sorgen, dass wir da dann halt besseren Grip haben. So. Ich weiß aber nicht, wie sich das mit dem haptischen Feedback verträgt. Ob das denn noch unterstützt wird oder ob das da durchkommt oder nicht. Ich denke mal, das wird dann abgeschwächt sein. Mal guck mal, geht da eigentlich... Ruckizucki war das hier drüber. So, müssen das jetzt hier noch ein Stück höher machen. Hier noch ein bisschen rüberziehen. Ja. Ja. Ja, wir haben es dann halt ein bisschen schwerer, die oberen Tasten zu drücken. Durch das Gummi, logischerweise. Also wir kommen noch ran. Aber es ist eindeutig schwerer. Hier müsste man noch ein bisschen hochziehen, so wie es aussieht. So. So. Jetzt ist auch die PlayStation-Taste richtig drinne. So sieht es denn aus. Hinten halt Nippel. Vorne Nippel. Hier ist alles gummiert. Und wir haben dann halt einen besseren Grip. So. Dann machen wir noch die Analog-Sticks ran. Gucken wir mal, welche wir da haben. Das sind halt auch nur Gummikappen, die oben drüber raufgestülpt werden. Das sind halt mit... Ich hoffe, man kann es halt erkennen so ein bisschen. Mit einem Kreis in der Mitte und dann links, rechts, oben, unten jeweils einen Noppen. Ja, haben wir die. Dann haben wir mit, ich hoffe, ihr könnt ihr halbwegs erkennen, das sind halt Kreise. Kommen auch nicht in Frage. Ich werde die nehmen, die habe ich früher auch schon öfters mal gehabt. Am PS4-Controller. Lauter kleine Noppen. Da hat man eine gute Kontrolle. Und die stülpt man ja einfach so drüber. Warte, ich muss hier nur einen Anfang finden. So.
Es ging früher mal irgendwie einfacher durch beim PS4-Controller. So, ich werde das mal ein bisschen hier. Ja, und dann setze ich das einfach mal hier hinten dran. Also dafür stelle ich mich ein bisschen zu glatt an. Das ist zu eng, ich krieg das hier nicht. Krieg das halt nicht drüber. Oder liegt das halt vielleicht daran, dass ich den Gummicase drauf habe, aber das ist ja nur außenrum. Nee. Doch, hier geht's. Hier habe ich es halbwegs drüber gekriegt. Ah, jetzt habe ich es. Bisschen ankanten. Irgendwie, also bei der PS4 habe ich mich nie so glatt eingestellt, muss ich sagen. So, ich mache jetzt einfach mal rüber hebeln und nehme halt die stumpfe Seite vom Messer. Und hebel das jetzt einfach mal hier so drüber. Ah, seht ihr? Da haben wir es geschafft. Eins ist dran. Jetzt kommt das nächste. So, jetzt mache ich das wieder so. Ich hebel das hier einfach drüber mit der stumpfen Seite vom Messer. Aber erstmal muss ich den Anfang kriegen. Das ist echt nicht. Na komm, 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 bissel noch. Ja. Oder? Habe ich es jetzt drüber? Immer noch nicht. So, jetzt habe ich es aber geschafft. Die sind echt. Nee, habe ich noch nicht. Hier ist es noch nicht ganz drauf. Jetzt ist es drüber. Also die waren jetzt echt ein bisschen schwierig rauf zu machen. Aber das soll ja dann nur sein, so bedeuten, damit es dann auch besser wird.
damit sie denn nicht halt so schnell abgehen. So, wir haben jetzt halt keine Vertiefung mehr. Wir haben jetzt hier glatt und dann halt so wie ein bisschen wie beim PS3-Controller, aber halt mit besseren Grip. Werden wir mal testen. Ich fand das mit der Kuhle eigentlich ganz gut. Aber wenn wir das hier schon testen, dann testen wir es richtig. So, dann packen wir das Tuch noch weg. Das kann dann auch weg. So. Und dann würde ich sagen, im nächsten Video nehmen wir uns das nächste Case vor. Und dann gucken wir uns zum Schluss dann auch nochmal alle drei Case ganz genau an. Bis dahin würde ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.